Uqsim billah al-azim. Ich schwöre bei Allah, dass das die Wahrheit ist. Und dass diese Sachen, die ich jetzt hier erwähne, jeder Kafir erleben wird. Ob es die Verbrennung, die er fühlen wird, oder die Würmer, die seinen Körper zerfressen werden, oder Platzangst im Grab. Ja? Wie viele Leute haben Platzangst? Aber diese Platzangst werden sie weiter haben im Grab. Und das ist noch schlimmer. Noch schlimmer. Wie viele Leute haben Angst vor der Einsamkeit? Dass sie nicht mal zu Hause alleine sein können. Im Grab werden sie alleine sein. Im Dunkeln. Und dabei werden auch Tiere und Würmer werden geben und Schlangen geben. Denn mit dem Tod fängt das Leben an. Denk nicht, dass der Tod für dich das Ende ist. Wallah, du täuschst dich. Mit dem Tod fängt dein Leben an. Denn Allah sagt im Koran: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Der, also Allah spricht über sich, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer am besten oder wer von euch die besten Taten verrichtet. Allah hat mit dem Tod angefangen. Denn das ist ganz nah. Der Tod kann jede Sekunde kommen. Und das, was ich jetzt sage, das wird man erleben als Kafir. Wie viele Menschen sind gestorben? Wo ist Napoleon? Wo ist Hitler? Wo sind die Superstars? Wo sind die Präsidenten, die Tyrannen, die Menschen gefoltert haben? Wo sind die Menschen, die sich wie Götter auf dieser Erde gefühlt haben? Die sind unter der Erde. Pharaon, der sich als Gott ernannt hat, der arrogante Atheist, wo ist er jetzt? Unter der Erde. Und er wartet auf uns allen, bis wir hier fertig sind mit unserer Prüfung. Und das Leben im Grab, das ist eine Zwischenstation. Denn Allah hat für jeden von uns drei Lebensstationen erschaffen. Diese Station, wo wir leben, das ist die kürzeste Station überhaupt. Und dann Alam al-Barzakh, das ist das Leben im Grab, was die Leute Tod nennen. Ja? Und dann das ewige Leben, entweder Hölle oder Paradies. Und das Leben im Grab, das kann 100 Millionen von Jahren dauern. Guck mal, wenn jemand krank ist von uns, hat er immer noch die Hoffnung, dass er geheilt wird. Wenn man ein Auge verliert, dann hat man die Hoffnung, dass das zweite Auge sehen kann. Wenn man eine Prüfung nicht besteht, hat man immer noch die Chance, die Prüfung zu wiederholen. In diesem Leben. Wenn deine Firma pleite geht, du kannst vielleicht eine zweite Firma gründen. Wenn deine Frau dich verlässt, du hast die Chance vielleicht eine zweite Frau zu heiraten oder eine neue Frau zu finden. Im Leben hast du immer viele Chancen. Und im Leben darfst du die Hoffnung nicht verlieren. Aber im Grab musst du die Hoffnung verlieren. Im Grab gibt es kein Wenn und Aber. Allah hat dir deinen Platz in der Hölle gezeigt, du kommst rein. Wie lange dauert das, bis du reinkommst? Allah weiß das am besten. Und er wird sagen, oh Allah,
Lass den jüngsten Tag niemals anfangen. Lass den jüngsten Tag niemals anfangen. Guck mal, wir reden von den, oder erinnert euch an die 10 Minuten im Flugzeug. Wie qualvoll die sind, wenn man weiß, dass man nach 10 Minuten abstürzen wird. Was ist mit jemand, der in seinem Grab bestraft wird und gleichzeitig sieht und weiß, dass sein Bleibe die Hölle ist? Möge Allah uns bewahren davor, inshallah. Und subhanallah, man braucht sich nur ein paar Gedanken darüber zu machen. Ein Familienvater, der Kinder hat, der erfolgreich ist, der wird beliebt von der Familie, also die Familie liebt ihn, der kommt rein ins Haus. Die ganze Familie freut sich auf ihn. Aber wenn der Todesengel kommt zu diesem Vater, die ganze Familie wird sich abschrecken, wird abgeschreckt. Er liegt auf dem Boden, Augen auf, unheimliche Blicke. Seine Tochter, die ihn liebt und sich gerade gefreut hat, dass Papa reingekommen ist, die wird Angst haben. Seine Frau, die ihn liebt, die ihn umarmt hat, als er reingekommen ist, wenn sie sieht, dass sein Stromschalter ausgeschaltet worden ist, dass seine Seele raus ist, sie wird Angst vor ihm bekommen. So ein Blick, was beängstigt, was Angst jedem verjagen kann. Schaut euch eine Leiche an. Diese Leiche gehört einem Mensch, der lebendig war, der geträumt hat, der Ziele gehabt hat, der so viel haben wollte, der gierig war, der Häuser gebaut hat. Ja? Er hat nur Wünsche gehabt und jetzt liegt er ohne Seele wie ein Stück Holz. Sogar ein Stück Holz sieht viel schöner aus. Seine eigene Familie wird Angst vor ihm haben und wird ihn nicht einmal anfassen können. Und wenn er begraben wird, die Frau, die ihn geliebt hat, und die Kinder, die werden nicht mal bereit sein, mit ihm begraben zu werden. Die lassen ihn alleine. Und subhanallah, jeder von uns freut sich, wenn seine Frau ein Kind bekommt. Was macht das Kind? Was sind die ersten Zeichen von dem Kind? Das Kind weint. Wenn das Kind weint, jeder freut sich. Aha, es lebt. Aber wenn du weinst am Sterbebett, keiner wird mitweinen. Und keiner wird sich freuen. Sogar wenn der Mensch begraben wird und ein Deckel auf ihn zugemacht wird. Ich stell dir vor, du hast gestern oder vor 5 Minuten oder 10 Minuten oder einer Stunde, du warst in einem Luxushotel in Burj Al Arab, ja, wovon Millionen von Menschen träumen. Nach einer Stunde bist du in einem Grab alleine. In Dunkelheit. Und du hörst
die Geräusche der Schuhen von den Menschen, die dich begraben haben.